Schön! Hört doch nicht auf. Mein Name ist Medawas Sadria. Medawas Sadria ist ein sehr undankbarer Name. Danke, Papa. Bei Medawas Sadria, wenn du das erste Mal hörst, du weißt nicht, was ist Vor-, was ist Nachname, vor allem, wenn du es das erste Mal liest. Was ist Vor-, was ist Nachname, vor allem, welches Geschlecht hast du, wenn du E-Mail-Verkehr mit mir hast? Ne? Das haben viele, die einen Migrationshintergrund haben und so einen komischen Namen haben wie ich. Ne? Sogar, wirklich, der SCF hat mich mit Frau Medauer heute angesprochen. Also, für mein Fitnesscenter war ich jahrelang Frau Medauer. Ich habe die ganze Zeit Werbung bekommen, so Pilates, Schwangerschafts-Yoga. Einmal wollte ich mich für so einen Selbstverteidigungskurs anmelden und habe sofort einen Anruf bekommen. Frau Medauer, ist alles in Ordnung? Ich so, ja, Frau Medauer, werden Sie zu Hause geschlagen? Und dann kam der Comedian hoch. Ich so, geschlagen? Höchstens vom Papa. Mein Vater wurde angezeigt. So. Sorry. Ja, wie gesagt, ich habe nicht nur einen komischen Namen, bin in einem komischen Land geboren, aus Österreich. Um genauer zu sein, aus Vorarlberg. Die Leute kennen Vorarlberg? Ja, das ist... Ich habe nicht mehr erwartet. Guck mal, Vorarlberg, das Interessante ist, Vorarlberg ist das westlichste Bundesland Vorarlbergs. Ne? Und wie der Name so schön sagt, Vorarlberg ist vor dem Arlberg. Es wird ein Berg, trennt Vorarlberg von Rest von Österreich. Ja, ich habe Bildungsauftrag hier bei SCF. Die anderen machen nur Comedy. Wir müssen hier ein bisschen was lernen, Leute. Pass auf, wird noch klüger. Vorarlberg, Rest von Österreich getrennt durch den Berg. Und ich war mal in Wien, weil ich dort Schauspiel studieren wollte. Und da kam ein Wiener zu mir und meinte, Bursche, woher kommst du? Ich so, ich bin gebürtig aus Vorarlberg. Vorarlberg? Bursche, was der liebe Gott durch einen Berg getrennt hat, soll der Mensch mit dem Tunnel nicht wieder verbinden. Und das fand der Vorarlberger Landtag überhaupt nicht witzig. Und da gab es eine Volksabstimmung in Vorarlberg, in der Schweiz, ob Vorarlberg ein Teil der Schweiz werden soll. Und 90% haben Nein gesagt. Wir sind wie das Kosovo, nur uns mag niemand. Apropos Kosovo, ich war heute im Glattzentrum. Standard. Und ich kam ins Gespräch mit ein paar Studenten und die meinten, boah, Medauer, so interessanter Name. Woher kommst du ursprünglich? So, meine Eltern sind ursprünglich aus dem Kosovo. Die so, Schippi. So, was? Und er so, hätte ich doch gleich gesagt, du bist aus Luzern. Und der andere Kumpel von ihm, nein, wie der aussieht, Spreitenbach. Und das Einzige, was ich mir gedacht habe, ist, woher weiß der, wo mein Onkel lebt? Wer ist aus Zürich? Mal ganz kurz klatschen. Okay, alles gut. Wer ist nicht aus Zürich? Okay. Ganz kurz. Guck mal, mittlerweile, ich lebe und arbeite in St. Gallen. So das Einzige, also ich habe nur diesen komischen Dialekt von denen nicht. Sonst ist, ich habe gehört, irgendjemand aus Appenzell. Du hast gar nichts zum Lachen. So. Ich spiele in Olten, ich spiele in Bern, ich spiele in Basel, ich spiele in Luzern. Und jedes Mal, wenn ich dorthin gehe, sagen die Leute, Zürcher Leute sind arrogant. Stimmt das? Hey, komm mal, ganz cool. Ich finde überhaupt nicht. Wisst ihr wieso? Ein guter Kumpel von mir hat mich angerufen und meinte, hey Med, hast du Bock mit mir einen Podcast zu machen? Ich so, ja klar, sehr gerne. Also komm doch nach Zürich, wir machen gemeinsam einen Podcast. Und es war ungefähr Freitag 22 Uhr, ich bin frisch von der Uni gekommen. Und ich rufe ihn an, ich so, ja Bro, wo denn genau in Zürich? Also auf der Langstraße. Ich so, okay, Freitag 22 Uhr auf der Langstraße. Ich steige aus meinem Auto aus, ich habe meinen Polunder, meine Brille, meinen Rucksack. Ich laufe durch die Langstraße und ich wurde noch nie so oft als hübscher junger Mann bezeichnet. Noch nie. Ich laufe, hübscher junger Mann. Ich so, Dankeschön, hübscher junger Mann. Ich so, vielen lieben Dank. Bis mir aufgefallen ist, das waren, boah, wie packe ich das politisch, vor allem meine Mutter sitzt im Publikum. Meine Mutter würde sagen, das waren Schwiegertöchter. Ganz klar. Du siehst nur meinen Vater so, was hat gekostet? Spaß.
Spaß. Ey, ich bin Schweiz sind wirklich, also ich bin sehr, wirklich, seit ich in der Schweiz lebe, wirklich sehr, sehr cool. Ich habe mittlerweile auch eine Schweizer Bankkarte. Ich bin wirklich, fühle mich reich. Die ist zwar von Credit Suisse, bedeutet, ich habe gar kein Geld drauf und Schulden, aber ist okay. Und ich habe vor ein paar Tagen mal eine Anfrage bekommen, in Deutschland Comedy zu machen. Und ich war vollkommen aufgeregt, noch nie in Deutschland wirklich Comedy gemacht. Und ich bin hingefahren mit der Deutschen Bahn und ich war unfassbar nervös. Und gegenüber von mir saß ein älterer deutscher Herr und ich schreibe so an meinem Comedy-Programm und er so, junger Mann, warum zappeln Sie so, was ist los? Ich so, ich bin Stand-Up-Comedian, ich schreibe gerade an meinem Comedy-Programm, ich habe gerade einen Auftritt in Deutschland. Er so, aha, okay, und woher kommen Sie? Also ich lebe in St. Gallen, aber ursprünglich bin ich aus Österreich. Was haben Sie davor gemacht? Ich so, ich wollte Schauspiel studieren, es hat jetzt nicht so funktioniert, wurde in der Schauspielschule ein paar Mal nicht angenommen und jetzt versuche ich halt mein Glück in Deutschland. Und er guckt mich so an, er so, warten Sie mal ganz kurz, Sie sind ein Österreicher, der bei einem künstlerischen Studiengang ein paar Mal nicht angenommen worden ist und jetzt versucht in Deutschland Karriere zu machen? Das ist ganz gefährlich. Ich habe das in München gespielt. Da stand eine Frau auf sie und meinte, das ist nicht lustig. Ich so, was denn? Über ihn macht man keine Witze. Das ist out. Ich so, ist out? Kommt wieder. Leute, das war's von mir. Vielen lieben Dank. Dankeschön.